Hallo, Hallöchen, mein lieben Seelchen. Willkommen an der Strandpromenade, auf der Palme der Strandpromenade, der Orakelnixe, zu einem neuen Logbucheintrag, der Videotagebucheintrag von mir selbst, für mich selbst, für mein Umfeld und für euch, die hier vielleicht mit in Resonanz gehen oder einfach auch das eine oder andere Stückchen, Zipfelchen mitnehmen können und möchten. Und wenn es nur immer mal wieder ein Schmunzeln ist, ja, mit welchem Wortsalat ich euch unterhalten kann. Wir legen los, den Logbucheintrag. Heute starteten das kunterbunte Sammelsurium mit diesen Karten hier, nämlich die Schlange, Haus, ein Menschelein und dem Fuchs. Die Route zeigt Richtung Menschelein, Richtung diesen Herren. Wir nehmen ihn auch mal als Herren hier wahr im Logbuch, sonst wird es vielleicht zu umfangreich. Wenn ihr hier vielleicht mit in Resonanz gehen könnt oder wollt oder möchtet, dann könnt ihr es natürlich auch ummünzen. Also, ein Menschelein, der ja im häuslichen Umfeld irgendwelche Abhängigkeiten, Fallstricke hat, Unehrlichkeiten, Umwege, Turbulenzen, Komplikationen, irgendetwas in der Stabilität an sich, muss jetzt nicht unbedingt mit dem weiteren Menschen zu tun gehabt haben oder haben. Irgendetwas hat ihn in seinem eigenen häuslichen Umfeld oder auch in seinem inneren Feld, in sich drin, die Seele, ja, in Aufruhr versetzt, vielleicht sogar ein Stück weit vergiftet. Ja, wenn man sich unwohl fühlt, dann sind es teilweise auch körperliche Vergiftungserscheinungen, je nachdem. Das kann auf seelischer Ebene sein oder natürlich auch dann letztendlich auswirkend auf die physische Seite. Ja, jemand hat hier in der Vergangenheit nicht ganz so, soll ich sagen, mit offenen, ehrlichen Karten gespielt, so wie es aussieht, denn der Fuchs geht, das heißt, er war der Fuchs oder hat etwas mit Fuchsigkeit zu tun gehabt haben, ja, also ausgefuchst sein, manche nennen auch es Lug, Betrug, Hinterhalt, Strategie, Taktik, ja, wenn man Taktik und Strategien anwendet, dann ist man schon bisschen auf der Manipulationsschiene. Also man möchte ans Ziel kommen durch gewisse Knöpfe, die man betätigt. Und hier weiß man nun, ja, dass man hier bei jemanden, Madame Flower Power oder eben diese Dame, die sich hier unter dem Herzchen versteckt, ja, die Herzdame, vielleicht auch die unbekannte Herzdame, wenn man sich hier noch nicht geöffnet hat, also tief in sich drin verankert, jedoch vielleicht nicht ganz so in der Öffentlichkeit jedem präsentiert hat. Tief drinnen ist man jedoch verbunden, ja, und da hat jemand nicht ganz sich so gezeigt, wie man wirklich ist. Weil irgendetwas, ja, mit irgendeiner Sache oder auch Emotionen, jetzt geht's schon mal los, oder auch mit bestimmten Personen im Umfeld, man hier instabil war. Ja, man hat sich vielleicht hier auch Sorgen gemacht, vielleicht irgendwelche Ängste geschürt. Was ist, wenn wir zusammen hier und da, wir sind so ein verschieden auftretendes Paar, passt vielleicht nicht ins Umfeld, in Freundeskreis, in Familien, Allüren, ja, wie man zu sein hat, welchen Kontostand man braucht, welche Titel man braucht, welchen Abschluss, vielleicht muss es unbedingt ein Studium sein und. Nichts gegen Studium und Studierte an sich, jedoch ist Papier geduldig und weiß meiner Meinung nach nicht viel über die wahre Intelligenz und gleich zweimal nicht über die Weisheit aus, denn die Weisheit ist eine höhere Ebene der Intelligenz. Weisheit ist gepaart mit, ja, mit Herz, mit Seele. Alles spielt meiner Meinung nach in der Weisheit zusammen.
Eine Dame im Kopf und im Herzen. Hier hat jemand sein Herz verschenkt, ja? Oder jemand hat das Herzchen vielleicht auch einfach mitgenommen. Das könnte auch sein, denn wir sehen hier den Baum, der liegt seitlich. Ja, man ist hier ein bisschen aus der Verankerung geglitten. Aufregung mit den Vögeln, die Kommunikation, die aufregende Kommunikation, stabile Gespräche, Herzensgespräche fanden auch statt. Jedoch aktuell Seitenlage heißt, ui, irgendwie kann man hier auf Glatteis oder auch auf Laub, auf dem man etwas ausgerutscht ist. Ja, irgendwie ist hier ein bisschen Diskussionsstoff aufgekommen. Ja? Man blickt nicht mehr durch, die Klarheit ist flöten gegangen, man sitzt im Nebel, im Dunst. Die Gefühle, die... Ja, wie soll man sagen, der Kopf, die Verstandsebene hat hier sich vielleicht zu arg zu Wort gemeldet, was letztendlich auch der Fuchs widerspiegeln kann, dass hier der Verstand ja ein bisschen ein Schnippchen geschlagen hat, nämlich das Herz ausradiert oder wie soll man sagen, nicht ausradiert in dem Sinn, sondern so ein bisschen auf Pause gedrückt und wenn Ängste hochkochen, ja, dann schellt das Herz oft aus und manchmal auch der Verstand. Und wenn man dann nur noch in Ängsten ist, nur noch im Fluchtmodus. Und das kann ja sein, dass man hier, so wie der Fuchs, ja, so ein bisschen geflüchtet ist vor den tiefen Gefühlen hier zu jemandem. Ja, mit den Schmetterlingen, Vögel hier im Bauch sind für mich auch die Schmetterlinge im Bauch. Und vor diesem wachsenden Gefühl kann hier jemand wirklich geflüchtet sein, ja. Die Kommunikation wurde etwas eingestellt, etwas dünner, etwas flautenartiger, ja, es wurde etwas, grob gesagt, ja, wirklich zäher, ja, nicht mehr so im Fluss, auch nicht mehr so redegewandt im Fluss gewesen, weil irgendetwas hier war. Das kann eben mit dem Reptil, mit der Schlange hier angedeutet sein, ja, dass hier jemand innerlich unsicher ist, jemand auch diesen Menschen verunsichert hat. Aktuell sieht es aus, also nicht nur durch Verletzungen in der Vergangenheit sehe ich hier, sondern aktuell hat hier jemand reingequasselt, ja, wie eben eine Dame oder ein Herr, je nachdem auf wen ihr schaut, zu sein hat, ja, mindestens ein Studium, mindestens das und das, ja, vielleicht auch kinderlos oder keine Ahnung, weiß der Kuckuck was, ja, gibt ja so viele auferlegte Must-Haves, kann man ja sagen, die eigentlich gar keiner unbedingt braucht zum Überleben, ja. Vielmehr zählt doch die Seelenreife, ja, die Seelenverbindung, die Seelenliebe, auch der Seelenbaum, mit dem man zusammen ja was erschafft, ja, gemeinsamer Lebensbaum zum Beispiel. Und das ist doch viel mehr wert wie das Irdische. Denn wenn die Seele von dieser Erde geht, kann sie nichts mitnehmen, außer sich selbst, die Seele. Und das kann sein, dass hier jemand das nun schmerzlich erfahren durfte, weil man das Leben nicht als seines gelebt hat, sondern das des Umstandes, ja, des Umfeldes. Denn hier habe ich gefragt, was ist denn hier erweitert noch zu sagen? Ja, das Glück, das große Glück hat man hier scheinbar verloren. Es ist auf den Kopf gefallen, ja. Man hat die Fülle nicht mehr, ja. Die Gefühle, diese positiven Gefühle sind auch gekippt. Das heißt, hier ist man eher Richtung, ja, Kummer, Melancholie kann man sagen teilweise. Manche gehen vielleicht auch schon Richtung Depressionsphasen. Also hier fühlt sich jemand gar nicht gut. Gar nicht gut. Erkennt vielleicht auch, welche Fehltritte man geleistet hat, ja, was nicht ganz so gut gelaufen ist, oder man durchleuchtet es jetzt. Ja. Man beobachtet sich selbst, man beobachtet das Gegenüber, man schaut vielleicht auch alte Messages an, sinniert nochmal, was wer denn gesagt hat, was man vielleicht auch selbst gesagt hat und wie jemand reagiert hat, wie man vielleicht auch selbst agiert hat. Und so versucht jemand mit kleinen Puzzlestückchen, mit kleinen Puzzlestückchen, ein großes Ganzes daraus zu machen, um es zu verstehen und den gleichen Fauxpas auch nicht wieder zu
mache, nicht mehr in den gleichen Hundehaufen zu treten. Ja, karmisch-göttliche Führung stellt hier alles auf den Kopf. Die Hoffnung, das Wachstum, auch schnell hier wieder voranzukommen, ja, vorankommen zu sollen, weil sonst ist hier irgendwann mal das Blümlein verwelkt, wenn man es nicht regelmäßig gießt und Sonne scheinen lässt. Ja, nur Regen kann auch eine Pflanze nicht ertragen, außer es wäre eine Wasserpflanze. Algen und Co. Ja, diese göttliche Führung ist hier zugleich auch Wachstum in sich selbst, mit sich selbst, ja, mit sich selbst ins Reine kommen, auch zu erkennen, dass man sich selbst auch glücklich machen kann. Allerdings kommt da jemand gar nicht so klar damit, denn hier sehen wir ja den Engel auf dem Kopf und das Kleeblatt. Das heißt, jemand kommt mit seinem eigenen Glück, sprich mit sich selbst alleine, gar nicht so klar, was eigentlich ein gutes Fundament sein sollte und meiner Meinung nach auch muss für eine, ja, eine, wie soll ich sagen, eine belebte und leichte Verbindung. Ja, nicht fesselnd, aber auch nicht zu desinteressiert scheinend. Ja, also wenn man ja zu viel, sage ich jetzt mal, wie es manche nennen, Freiheiten hat, ja, dann brauche ich ja auch keine Partnerschaft, dann bleibe ich allein, dann bleibe ich Single, dann habe ich alle Freiheiten der Welt, ja. Auch in einer Partnerschaft kann man frei sein. Jedoch sollte man bedenken, ob man dann eine Partnerschaft überhaupt möchte, wenn man nur Freiheiten genießen möchte und es immer nur nach dem eigenen Egoismus gehen soll. Eine Partnerschaft auf Seelenebene heißt nicht Kompromisse eingehen, heißt auch nicht irgendwelche Einsparnisse einfahren zu müssen, sondern eine Ergänzung, was der eine nicht kann, kann der andere. Und ja, auch nachgeben gehört natürlich auch dazu, den Egoismus auszuschalten, auch mal annehmen, die anderen Seiten und Sichtweisen des Partners, denn ja, wie ist es auch in der Wissenschaft? Es wird ja immer weiterentwickelt, immer mehr neue Erkenntnisse kommen hoch. Was heute richtig erscheint, kann morgen schon grottenfalsch sein. Und das ist meiner Meinung nach, was Seelenverbindungen ganz stark können, sich ganz stark weiterentwickeln. Manchmal geht es rasant schnell und dann geht wieder fast gar nichts mehr. Ja, die Zähigkeit hier. Und ja, manchmal geht es zu schnell und dann verliert man sich auch selbst in den Gedanken und vor allem in den Gefühlen. Und das immer wieder zu regulieren, zu disponieren, das ist hier Sinn und Aufgabe dieses Seins. Ja, diese Seelenverbindung, hier möchte man wieder mit Kommunikation aufeinander zugehen, die Stabilität, die stabile Verbindung aufrechterhalten, beziehungsweise eine Neugeburt sehe ich hier. Ja, das Kindlein neu gebären, ja, etwas ganz, wie soll ich sagen, nicht ganz anderes schaffen, aber schon ein Stück weit ein anderes Fundament zu bauen. Ja, etwas abschließen, etwas Neues auch zeitgleich aufschließen mit dem Neugeborenen. Etwas ins Wachsen bringen, denn hier die Sehnsucht, ja, die absolute Sehnsucht, die Sinnlichkeit, die Leidenschaft scheint hier auch noch im Raume zu stehen, die hier auch abgeschnitten wurde. Ja, also hier ist jemand total aus dem Flow, total aus den Ankern oder aus der Verankerung gerissen worden. Ja, abgeklärt habe ich dann noch hier mit den Kipperkärtchen auf die Dame bzw. das Herzelein flogen diese Karten. Eine beunruhigende Nachricht, zu hohen Ehren kommen, guter Herr, trübe Gedanken um die Hauptperson. Und ja, da geht es darum, dass dieser Herzmensch, ja, trübe Gedanken hat, vielleicht auch schon, ob es hier Konkurrenz gibt mit dem guten Herrn, vielleicht gibt es hier nochmal jemanden, ja. Oder jemand weiß, dass man jetzt sich transformieren muss, ja, dass man sein Leben ein gutes Stück vielleicht sogar grundlegend verändern sollte, denn hier ja, wir sehen jetzt nicht einen kompletten Cut, Seelenverbindungen kann man auch nicht komplett cutten, das wird nie ganz funktionieren, jedoch hat man sich hier ein Stück weit entfernt, ein gutes Stück weit entfernt und das war die beunruhigende Nachricht, die hier jemanden sehr beschäftigt hat, ja, sich
selbst beschäftigt hat, die trüben Gedanken. Und ja, da hat jemand einen richtigen Knick bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das euch richtig zeigen kann, aber ich habe vorher festgestellt, dass hier meine Karte einen Knick bekommen hat. Doch, man sieht es, wie diesen Ritt. ein Riss geritten, ja, das kann auch sein. Nein, irgendwie, keine Ahnung, ich habe nicht festgestellt, dass ich beim Mischen so gewaltvoll mit den Karten umgegangen bin. Ich habe schon einen harten Flow drauf, wenn ich mische, ja, aber hier hat jemand einen richtigen Riss, einen Cut, einen Knick bekommen, vermutlich auch in der Krone. Ja, wir deuten ja alles Mögliche drumherum mit und ja, das sieht schon aus wie so ein kleiner Blitz. Donnerwetter, ja, hier hat es ein Donnerwetter gegeben. Entweder in der Kommunikation oder auch in sich selbst oder auch beides zusammen. Dann habe ich hier noch einzelne Karten bekommen, beziehungsweise hier dieses Dreier, dieses Dreiergespann. Hier geht es um eine weitere Dame, so wie es aussieht, da gab es einen kompletten Cut, einen Abschnitt, jemanden hat man verloren oder man hat jemanden verlassen. Eher verlassen und das hat hier nochmal das Leben auf den Kopf gestellt. Dies sollte so sein. Diese Aufgabe war hier vermutlich so vom Universum, dass man hier auch mal Grenzen zieht oder sich auch neu sortiert, denn man kann nicht zig Menschen gleichzeitig bedienen. Ich sage extra bedienen, ja, man kann andere nicht glücklich machen. Man kann jemandem eine Freude machen, ja, aber glücklich sein kommt vom Inneren, von sich selbst, ja. Für manche ist Glück, jeden Tag gesund aufzustehen, sollte ja für jeden sein. Für manche ist ein Glück, wenn sie im Lotto gewinnen, ja. Für manche ist ein Glück, wenn sie schon einen Glückscent finden auf der Straße. Andere würden sich danach nicht mal bücken. Von daher, Glück ist individuell und das ist in jedem drin, wie man auch die Welt sieht, sich selbst, ja, und auch die Gegenüber. Wie, was, mit was man sich selbst glücklich machen kann. Ein erweitertes Glück können wir es schon nennen, dass uns das Drumherum, auch die Natur, die Tiere, die Menschen, alle drumherum, noch ein bisschen erweitertes Glück schenken können. Aber das reine Glück, die gute Basis, das Fundament ist in einem selbst drin, wie man die Welt sieht und was man alles für sein Glücklichsein benötigt. Es ist eigentlich gar nicht viel. Ja, es schaut hier so aus, dass hier jemand wirklich einen Cut gemacht hat, sich grundlegend hier ein anderes, neues Fundament erschaffen möchte. Ja, sich hier nach langem Hin- und Herringen, ein richtiger Fels, der einem auf der Seele brannte, auf dem Herz lag, losgelassen hat. Denn hier gab es Energien im Umfeld, oder sogar direkt zu Hause, die einen negativ beeinflusst haben, jemanden unfrei gemacht haben, also wirklich unfrei gemacht hat mit diesem Berg. Da ist man total unbeweglich. Ja, einen Berg kann man nicht so schnell verrücken, das geht nicht. Ja, man kann ihn vielleicht spalten durch Erdbeben und so weiter oder einen Vulkanausbruch. Ja, kann auch von innen gespalten werden, der Berg. Aber ansonsten ist es eine totale Unbeweglichkeit. Das heißt, man durfte hier wahrscheinlich nicht mal mehr ans Glücklichsein denken oder ja, richtig Luft holen, ohne dass jemand hier einem gleich Vorwürfe gemacht hat und fürchterlich Ketten angelegt hat. So sehe ich es hier. Abgeklärt habe ich hier noch, hier mit den drei Karten, die zwei erweitern. Was heißt es? Die Veränderung und Armut. Ja, was heißt es? Die Veränderung. Ja, jemand ist hier vermutlich sehr lange auch in einer vermeintlichen Sicherheit, Stabilität verharrt gewesen, wie der Berg, ja, verharrt, unbeweglich, unflexibel. Wenn man gedacht hat, ja, das ist jetzt das Gelbe vom Ei, das ist genau das, was vielleicht auch die Ahnen schon vorgelebt haben. Letztendlich merkt man jedoch, dass dies einen in einen seelischen Armutsprozess gestürzt hat. Ja, man fühlt sich nur mit Dreck beworfen,
benutzt, ausgenutzt für andere ihrer schillernder Leben, ja, vielleicht ist man hier mit jemandem im Außen unterwegs gewesen, der mehr Schein als Sein ist, also außen hui, innen pfui, heißt es ja so schön, und ja, hier darf man sich schmerzlich lösen, und ja, jeder Abschied tut auch ein Stück weit weh, auch wenn man sich verkracht hat, ja, man kann ja nicht immer nur Zoff gehabt haben. Jedoch darf man erkennen, was wirklich auf Seelenebene los ist und die ganzen Oberflächlichkeiten etwas aussortieren. Ja, hier die Veränderung kann sein, dass hier jemand nun das Glück erstmal in sich selbst finden darf, sprich zu sich selbst finden, also allein erstmal durchs Leben geht, um sich zu sortieren, zu wissen, was man möchte. Und Veränderung könnte hier auch sein, dass man hier mit der Armut vielleicht auch grundlegend Materielles verliert oder auch mit Absicht abgibt, ja, bekommst das Zeug und ich habe meine Ruhe, ich will meinen Seelenfrieden, nimm den Kram mit und ja, besser ist das, ja, auch jegliche Energien, die einem nicht gut tun, loszuwerden, vielleicht, wer der ein oder andere dran glaubt, schwarzmagische Dinge loszulassen, loszuwerden. Je mehr dann weg ist, umso besser, umso reiner wird auch das Umfeld. Und ja, Veränderung. Es kann auch sein, dass jemand wegzieht oder weggezogen ist. Einer von diesen drei Menschen. Und das kann einen auch in Armut gestürzt haben. Also auch eine seelische Armut, einen Herzschmerz des Alleinseins, des Zurückgelassenwerdens. Wir haben hier noch ein Menschlein. Könnte Konkurrenzgedanken sein, ja. Es könnte auch sein, dass es sich hier eigentlich um diesen Menschen dreht mit der ganzen Geschichte und man hier, ja, mit der Schlange im Umfeld oder auch im Kopf, ja, Medusa und Co., denkt, dass hier vielleicht schon jemand anders angebandelt hat, ja, angedockt hat an diese Dame und das wäre doch durchaus falsch. Das wäre nicht gut für diesen Menschen. Ja, ein langer Weg, auch alias Schlange, Umwege, düstere Zeiten, die man durchlebt hat. Man sieht hier auch Schmetterlinge, eine Transformation vom Dunkeln ins Helle fliegen. Auch ein Glühwürmchen vielleicht zu sehen. Ja, auch die kleinen Dinge beachten, denn genau die kleinen Dinge, die bringen uns auch voran und sind oft der Wegweiser, wie bei Hänsel und Gretel die Brotkrumen. Ja. Das erinnert mich ans Maislabyrinth, das ich mit einer lieben Freundin von meinem Umfeld, in meinem Umfeld, mal wieder nach vielen Jahren, ja, durchschritten bin. Und ich dachte immer, warum liegen da die Maiskörnchen auf dem Boden? Können die nicht einfach die Maiskörner, die Maiskolben in Frieden lassen? Ja, nach 2 Stunden, gefühlt 4-5 Stunden, wussten wir auch warum, denn es war gar nicht so einfach, wieder aus dem Labyrinth herauszufinden. Ja, das hatte ich anders im Kopf. Ja, früher war es irgendwie leichter, war man auch unbedarfter in den Labyrinths unterwegs oder an Labyrinthen, ich weiß gar nicht, wie man sagt, Labyrinths, egal, Mehrzahl von Labyrinth, ja. Und ja, vielleicht wird man auch irgendwie, wenn man älter wird, engstirniger, ich weiß es nicht, oder zielstrebiger, könnte auch sein, ja, und vor allem aber auch ungeduldiger, und das wird das Hauptthema gewesen sein. Ja, die Maiskörnchen auf dem Boden oder auch die Brotkrumen, ein langer Weg, ja, bis man hier vielleicht aus dem düsteren Wald herausgefunden hat. Denn ich nehme hier wahr, weil das Herzlein ganz oben aufliegt, dass hier jemand doch dem Ruf des Herzens und vor allem der Seele hinterherläuft, ja, folgt. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne war es für hier und heute. Von der Palmenoase, der Strandpromenade, der Orakelnixe. Ich bedanke mich bei euch für euer Sein, für euer Mitwirken, jeglicher Art der Unterstützung, mit Daumen hoch, mit Abonnieren, mit Kommentieren und auch die Werbung durchsausen lassen. Ja, manchmal ist es ein bisschen mehr, habe ich leider keinen Einfluss darauf. Ich kann nur bedingt die Werbung beeinflussen, ob sie davor oder danach mittendrin vielleicht geschalten wird. Und ja, YouTube schaltet manchmal auch, so wie ich es schon gehört habe, selbstständig, wenn man es nicht aktiviert, je nachdem. Das kommt eben auch auf die AGBs drauf an.
Nichtsdestotrotz, wer Zeit und Muße hat, lässt gerne auch die Werbung mal das eine oder andere Mal durchsausen, unterstützt mich genauso und kostet euch nur ein paar Sekündchen mehr Zeit. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Orakelnixe.